Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier von einem Brauer, den ich euch schon mal hier im Blog vorgestellt habe. Aber ich habe es verpasst, eins seiner Biere damals mitzunehmen. Große Fehlleistung von mir. Und zwar geht es um Hoppebräu. Den Markus Hoppe, den habe ich euch ja vorgestellt. Und heute habe ich seine Wildsau eingepackt. Ein Amber Ale mit 5,6 Volumenprozent Alkohol, 45 Bittereinheiten und 13 Grad Stammwürze. Es ist ein Single Hop Bier. Australischer Galaxy ist da mit drin. Und kommen tut das Ganze aus Waakirchen aus Bayern. Und jetzt fragt mich bitte nicht, wo das liegt. Ich habe schlicht und ergreifend keine Ahnung. Aber wichtig ist ja auch, was in der Flasche ist. Oben auf der Flasche ist ein schöner Hoppebräu-Korken. Und schauen jetzt mal, was die Wildsau so für ein Amber Ale ist. Eins fällt schon mal auf. Bezeichnung Amber, Bernsteinfarben. Das passt hervorragend. Kupfergoldene Farbe, ein schöner Schaum obendrauf, zwei Finger breit, wirkt auch recht kompakt, allerdings der löst sich auch schon halbwegs schnell wieder auf. Man sieht, wie der sich dann wieder zersetzt. Kaum Trübung, dafür sieht man jede Menge von der Kohlensäure. Ich hoffe, ihr seht das auch. Halt mir mal die Nase rein. Ah, das sind so kräutrige Noten mit dabei. Erdige Töne, aber so schöne Beeren, vielleicht ein bisschen Honig sogar, von der Süße her. Ja, definitiv ein Bier, das ich jetzt mal verkosten will. Bittereinheiten, aber dafür doch eine sehr präsente Bittere im Antrunk. Getreidig, vollmundig in jedem Fall. Gar nicht so viel Süße jetzt, wie man von der Nase her vermuten möchte. Tendenziell aber so pinienartige, holzige Töne mit dabei. Dennoch vom Körper her eben jetzt nicht ganz so schlank, ist eher ein schöner mittlerer Körper, Kohlensäure eher zurückhaltend, obwohl sie sehr, sehr lebhaft im Glas wirkt, aber sie ist dann eigentlich im Trunk wenig präsent. Das ist ja fast ein bisschen enttäuschend an der Stelle, aber es hat eine, ja, eine gewisse Süffigkeit, also das Bier läuft irrsinnig gut. Und hinten raus nimmt die Bittere dann auch noch mal zu. Die erdigen Töne werden wieder kräftiger. Und es hat so eine leichte Kräutrigkeit, die dann aber auch so im Mund und Rachenraum bleibt. Also ein schöner Vertreter der Kategorie Amber Ale, das ist die Wildsau vom Hoppebräu aus Waakirchen in Bayern, ein Amber Ale. Und wenn ich es jetzt bewerten sollte, dann gibt es von ProbierTV 3,5 Punkte für die Wildsau, das Amber Ale von Hoppebräu. Und an dieser Stelle schon mal alles Gute für den Nachwuchs im Übrigen. Ich habe gehört, der Markus erwartet diese Tage Nachwuchs, beziehungsweise ist er schon da, ich weiß es gar nicht. Muss mal wieder schauen, was sich bei Facebook so getan hat. Jedenfalls alles Gute für die nächsten Nächte, dass ich nicht so schlaflos werden möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet hier bei ProbierTV beim nächsten Bier, was ich für euch verkoste. Wenn ihr den Kanal abonniert, wozu ich euch ganz, ganz dringend raten würde. Die Gelegenheit habt ihr im Abspann bzw. hier unten auf dem Button oder auch bei YouTube unter dem Video. Dann erfahrt ihr immer, wenn es neue Videos gibt, wie zum Beispiel die Wildsau von Hoppebräu. Wir sehen uns wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.